Hier geht's richtig ab, Leute. Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Heute Weihnachts-Buschkrafttreffen, aber nicht bei mir auf dem großen Buschkrafttreffen, sondern auf dem kleineren. Und beim Weihnachtsmann. Lauter bekannte Gesichter. Lauter Weihnachtsmänner. Bärtige. Alle mit Bart. Servus. So wie es sein soll. Wie es gehört zu Weihnachten. Ja, genau. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Verdammt starker Sturm, ne? Sven nimmt wohl Hängematte. Nee. Nicht doch nicht. Nee. Ich hab auf dem Boden. Ja. Ist okay. Macht Sinn. Gut, dann bleibt's mal dran. So, neben mir der Tobi, der baut sich gerade auf. Tippi, Tarp, weil es ist verdammt stürmisch. Ja, jeder hat so sein Setup hier, Tarps, Lavus, alles da, mit Ofen, krass. Ich bin der Kleine hier mit der Kuppel, weil bei so einem Sturm, da ist das, glaube ich, eine ganz gute Wahl und da wackelt nichts. Das erste Mal, dass ich es aufgebaut habe, habe ich erst beim Charles, beim Ranger Check gekauft und jetzt bin ich gespannt, wie sich diese Haube so schlägt, das Rainflight quasi. Jo, schauen wir mal rum. So, Mariam, du hast deine Wohnung mitgenommen. Ja. Also quasi umgezogen heute. Richtig. Sehr schön, wie sieht's denn aus? Das ist mein neues Zelt. Alter, das ist ja voll... Das steht heute zum ersten Mal. Voll der Barbaren-Look hier drin. Coole Sache. Also, servus miteinander, ich bin der Tassilo. Ich bin heute unterwegs mit meinem Labo. Das Ding ist von Helisport. Und ja, das ist halt meine bescheidene Behausung für heute, sag ich mal so. Und schauen wir mal rein. Ja, krass. Bescheidene Behausung. So, also. Krass. Ich habe da halt meine Liege hier drin, meinen Holzofen, sag ich mal. Dann ein paar Utensilien, noch, was ich mir so vorgestellt habe. Und auch schon ein bisschen Holz mitgebracht, weil ich eben nicht gewusst habe, wie das Ganze wird. Sehr geil. Ja. Hammer. Krass. Cool. Ja, das ist natürlich der Vorteil, wenn man halt mal nicht gehen muss, gell? Genau, und deswegen haben wir eigentlich gedacht, nur sowas. Also von dem her. Bei dem Wetter auch dann. Genau, das war meine Entscheidung bei dem Wetter eben heute mit Zelt. Wie oft kann ich es nutzen, wie oft brauche ich nicht so weit laufen. Also eben. Deswegen kann man mal richtig ausprobieren wieder, gell? Genau. Braucht es noch Hilfe? Dort haben wir alles in den Lüfter, du kannst da bleiben, weil dann, wenn wir die andere Seite aufgebaut haben, genau, dann kannst du das Ding halten und spannen uns ab und dann tun wir die Plane drüber. Also das ist Mannschaftsplane, oder? Ja, Gruppensechsplane. Ja. So, richtig krass mit dem Wind. Jetzt regnet es auch noch. Natürlich optimales Wetter. Gott, sind wir blöd, oder? So, unterm Tarp, da kann man es ein bisschen aushalten. Sollte schon funktionieren. Fritz! Ich bin schon am überlegen, was ich da... Kann ich mal vier Killen? Schneidet ihr aufeinander, Fritz? Ich frag nicht, er gibt einfach Befehle, es ist effektiver. Zieh ihn raus! Jetzt bin ich da. Der Ofen ist weg. Hier geht's richtig ab, Leute. Das war schon wieder. Einmal kurz und heftig. Und so, und jetzt nächstes Jahr muss er wieder nochmal liegen. Der ist Berufsbuschcrafter. Genau.
Ich habe gedacht, in der Wüste gibt es so hässliche Vogel, also Riesenspinnen, ne? Ja. Die kommen halt da, wo es warm ist, ne? Wenn du früh dann aufwachst, dann hast du da so eine Scheißspinne neben dir. Kamelspinnen heißen die. Und die sind verdammt schnell und die sind so robust, da kannst du drauf treten, die läuft weiter. Echt? Ja, ohne Scheiß. Du musst einmal Thomas Gast, das ist ein Extrem-Legionär. Ich hab noch zwei Stück. Ja, ich weiß nicht, der Titel von dem Video. Ich überlasse das Bier. Das Wetter ist ein bisschen besser geworden. Nicht mehr ganz so schlimm. So, dass man Bier trinken kann. Genau, dann da ist das Wetter sowieso immer am besten. Deswegen sage ich mal, Prost! Zum Wohl, Freunde. Privatbrauerei. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es heißt gerade. Richtig lecker. Ist gut, ja. Ah, schön mit der Sonne hier. Und dann habe ich live. So, du hast eingeräuchert hier ordentlich. Ja, richtig. Ja, erzähl mal. Ich möchte einfach feststellen, ob das F8E Winterzelt in Ultralight einfach die Wärme genauso speichert wie das polnische Lavu-Zelt, weil das ist ja aus Baumwolle, das Lavu-Zelt, und das ist eben aus dieses Poly, wie heißt das Zeug? Ja, ist ja egal. Ich will einfach gucken, ob das Zelt jetzt wirklich innerhalb warm ist, genauso wie das polnische Zelt, was da hinten zu sehen ist. Das hatte ich nämlich vorher. Schön groß ist es ja, und ich möchte einfach schauen, in einer Stunde ungefähr, ob man wirklich den Unterschied von draußen nach drinnen einfach merkt. Also ich schätze mal schon. Und genug Luftzufuhr gibt es ja hier, zum Beispiel bei dem Schlitz hier vorne. Also Luftzufuhr ist gewährleistet, auch hier die kleinen Löcher, wo immer wieder mal unten reinzieht. Also ich bin guter Hoffnung, dass das funktioniert. Ja. Schauen wir drauf. Ist das gemütlich? Ist das geil? Sommer! Wahnsinn! Ist das geil? Der ist krass. Schon. Da brauchen wir gar nicht warten, eine Stunde, nee, das ist jetzt schon warm. Brauchst du nicht warten. Ey, das ist Hammer. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und was wiegt jetzt das Ding, wenn du es so mitnimmst? Ein Kilo nur. Noch irgendwas. Ja, aber ist ja viel, viel ist es nicht. Sau gut. Wie heißt das Teil? Das F8E von Lux. Winterzelt ist das. Der Wind hat nachgelassen. Die Laune ist immer besser. Auf jeden Fall. Das Feuer ist auch gut. Prost! Das Bier ist auch gut, oder? Prost. Ja, perfekt. Läuft. Der Rauch ist auch noch am Start. Ja, der Rauch ist auch noch am Start. Ich weiß nicht, ob ich es erkenne an meinen Augen. Oh. Da kommen ja die Tränen. Da bin ich jetzt auch erstmal inkognito auf dem Video. Voll erkenntlich. Ja. Paul wollte unerkannt bleiben. Das ist der Mann, der uns den Platz hier besorgt hat. Tobias G. Aus wie? Moment. Ja. Okay. So, man sieht quasi gar nichts. Quasi nicht. Aber wie spät ist jetzt? 5 oder so. 5? Na, fuck. Da sagt er, wir ja haben jetzt 100 Uhr. Aber schee ist. 10 nach 5. 10 nach 5, Leute. Dunkel wie Sau. Hey. Kalt ist es. Aber schön.
Das geht auf YouTube, ja. Bin ich gar nicht anonym. Warte mal. Was Feines vor der toten Sau. Und das Schweines. Aber heut gibt's Arerago, Arerago, Arerago. Also ich find's ja noch geiler. Ja, aber die besten Szenen. Ja. Komm mal noch. Langer Finger. Heut gibt's Arerago, Arerago. Ihr werdet es bereuen, das garantiere ich euch. Wie gut, dass es seine Videos immer noch alle gibt. Nein, Schmarrn. So, es ist 9:45 Uhr, unglaublich, wie schnell das die Zeit verrennt. Jetzt habe ich nochmal richtig Hunger gekriegt, mache mir meine Pilze und mein Fleisch. Und der Wind, wie man hört, ja, der macht jetzt wieder Rabatt. Und das Feuer brennt einfach schön. Wobei der Rauch ein bisschen unangenehm ist. Aber es geht schon. Genau. Ansonsten passt alles. Ganz cool da. Schöne Nacht. Mond kann man sehen. Fast noch. Naja, eigentlich nicht mehr. Vollmond. Und das mit dem Wasser, die Spiegelung, wirklich hervorragend. Ja. Aber ich habe jetzt Hunger gekriegt und mache mir einfach mein Essen da. Genau. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber die haben sogar verdammte gebackene Bananen hier. Unglaublich. Mit Schokolade, oder? Ja, ja, mit Schokolade. Respekt. Also hier gibt es echt alles. Sogar Rauch im Gesicht. Oh ja. Davon reichlich. So Leute, die Romantik ist langsam verflogen. Das Lagerfeuer brennt zwar noch, aber die meisten sollen schon weg. Es ist 10:45 Uhr. Ja, ich glaube, ich werde dann auch nicht mehr filmen heute. Ja, was ich hier mache, ist, ich teste gerade, wie warm es werden kann unter diesem Dom hier, mit diesem Flysheet, Raincover, und das merkt man richtig, das Kondenswasser ist weg. Oder es geht fast weg und es gibt hier eine ordentliche Wärme drunter. Und das Tolle ist, da der Boden ja quasi original ist, ohne Zeltboden und so, kann ich den Trangia hier anzünden und krieg eine absolute mega Wärme hier rein. Richtig cool. Ich brauche es jetzt zwar nicht, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren und es ist schon fast unerträglich warm sogar. Ja, ist schon komisch irgendwie, wenn man dann so außenrum eigentlich ein Zelt hat, beziehungsweise ein Rainfly, und trotzdem ein Biwaksack drin liegt. Aber wie ich schon erwähnt habe, ist das, glaube ich, eine ganz coole Geschichte, wenn man irgendwo auf dem Berg ist vielleicht oder im Winter einen Rundumschutz noch hat. Tja, also ich bin halt schon, ich sage immer, so nachts einen erholsamen Schlaf und gemütlich sollte es auf jeden Fall sein. Was tagsüber ist, ist wurscht. Aber ich brauche meinen Platz abends, wo ich dann weiß, ah, hier ist warm, gemütlich und da kann nichts passieren. Das ist eigentlich schon, ja, definitiv so gewährleistet. So, dann gute Nacht und bis später. So, guten Morgen. Schon einen Kaffee machen. Ein paar Leute sind schon da und ja, die Nacht war relativ ruhig, also war eigentlich ruhig, ein bisschen geregnet hat es irgendwann so und ansonsten tipptopp, hat sich ja nichts gefehlt. Ja, das kann man es aushalten. Wie gesagt, jetzt gibt es noch ein bisschen Frühstück und dann werden die meisten wahrscheinlich auch schon gehen. Ich muss dann auch schon bald los und habe schon weitgehend innen abgebaut, fehlt nur noch der Dom und das war's dann. Guten Morgen. Morgen, Robert. Moin, moin, Digga. Moin, Mariam.
Moin. Gut gepennt? Ja, passt. Bis auf den Ring. Ein bisschen geregnet, gell? Aber war gemütlich. Ja. Ja, genau. So ist mir auch so, Leute, an dieser Stelle sage ich danke fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Macht's gut. Servus, ciao.